Wir haben im Zuge der Prüfung festgestellt, dass österreichweit in einer wirklichen Mehrzahl der Bezirke, nämlich in konkret 84 von 117 einzelnen Stimmbezirken, klar die vom Bundespräsidentenwahlgesetz normierten Vorschriften über die Auswertung und Auszählung von Wahlkartenstimmen verletzt wurden. Was sich in den letzten Tagen noch an zusätzlichen Unregelmäßigkeiten aufgetan hat und uns bekannt gemacht worden ist, lässt auch keinen anderen Schluss zu. Wir werden heute daher auch diese Wahl anfechten. Wenn wir jetzt also eine Unzahl von Unregelmäßigkeiten und Pannen feststellen mussten, so sind wir den Wählerinnen und Wählern auch dankbar für die vielen Hinweise, aber auch den Wählern gegenüber und der Demokratie und dem Rechtsstaat gegenüber verpflichtet. Wir haben unzählige eidesstattlich beglaubte Hinweise erhalten und ich sage Ihnen im Klartext, das Ausmaß dieser Feststellungen ist mehr als erschreckend. Ich sage das auch ausdrücklich, wir sind keine schlechten Verlierer, sondern da geht es um die Grundfesten der Demokratie, die gesichert sein müssen. Und das ist unsere Verantwortung und wer das anders interpretiert, dem muss man umgekehrt den Vorwurf machen, dass er offenbar es nicht ernst nimmt mit Demokratie und Rechtsstaat. In 82 Bezirkswahlbehörden waren die Briefwahlkarten vor Eintreffen der Wahlkommission vorsortiert in miteinzubeziehende und nicht miteinzubeziehende Wahlkarten. Das betrifft sage und schreibe 573.275 eingelangte Wahlkarten. Davon wurden 31.814 als nichtig vorsortiert. Und hier ist das Misstrauen mehr als berechtigt. Dann gibt es noch die vielen, vielen anderen Bereiche neben dieser großen dargelegten Situation, wo unter 16-Jährige an der Präsidentschaftswahl teilnehmen konnten, wo es auch unzählige Hinweise gibt, dass nicht österreichische Staatsbürger daran teilgenommen haben sollen. Oder ein Bürgermeister, der Wahlkarten zerreißt und auch die dokumentierte Möglichkeit, trotz Wahlkarte mehrfach zu wählen, all das schafft nicht gerade Vertrauen in unseren Rechtsstaat und in faire und korrekte Wahlen. Ohne diese zahlreichen Pannen und dokumentierten Unregelmäßigkeiten hätte Hofer Präsident werden können.